Moin, moin. Ich weiß gar nicht, wo ich beginnen soll. Ich bin fasziniert. Mein gestriger Upload hat mittlerweile so um die 40 Klicks vielleicht, ich weiß nicht. Es ist in der Relation weniger als YouTube sagt mir, die YouTubes Analytics-Statistiken besagen, dass es weniger sei als bei anderen Videos und ich sei im Verzug. Ich hätte hier für mehr Klicks zu sorgen. Nein, das habe ich nicht. Aber das, was mich sehr verblüfft, ist, ich habe gestern bei der Arbeit mal drauf geschaut. Ich hatte da ungefähr 28 Klicks und 9 Daumen nach oben. Was geht ab? Wo kommen die her? Wer macht sowas? Wer ist verrückt genug? Also irgendwie, also das ist ja, das ist nur was mich so nebenher verwundert und irgendwie auch erfreut. Irgendwas habe ich, ah, es lag bestimmt an der Gitarre. Deswegen, ah, nee, nicht deswegen, aber jetzt merke ich es gerade. Ich werde die auf jeden Fall jetzt nicht mehr austauschen heute. Ich werde die wieder benutzen. Das ist ja wie mit den vielen bunten Saiten, ne? Dicke, dünne, alles dran, weil was zu spielen kann. Oh mein Gott. Mir wurde gesagt von einer Bekannten, dass die Hormone einen wahnsinnig machen. Man findet er auch, habe ich mich verändert? Nö, eigentlich nicht. Also wer mich wirklich kennt, der kennt mich nur so, ne? Oder so. Wenn ich normal bin, ja, dann ist das nicht echt. Dann tue ich nur so. Ich bin nicht normal, war ich noch nie. Das mache ich nur aus Respekt vor Fremden, ne? Da versuche ich mich dann irgendwie ordentlich zu betragen. Aber warum sollte ich das tun? Macht ja, ist ja so viel amüsanter, ne? Und falls ist, ich weiß nicht, wie das im Video nachher rauskommt, falls meine Oberlippe ganz arg glänzt, ich habe hier nicht die Seuche, also ich bin gesund. Das kommt nicht aus meiner Nase, das ist eine Wund- und Heilsalbe, die reflektiert hier ein bisschen gerade. Ich weiß nicht, ob ihr das nachher seht. Also, das schwillt ab, es wird ganz toll. Wir freuen uns alle sehr. Klatscht in die Hände, Kinder. So, und jetzt alle. Ich möchte heute ein bisschen positive Vibes streuen noch. Ich bin mittlerweile auf so einem Stand angelangt, wo ich denke, ich bin sowas wie glücklich. Und es ist krass. Also ich kann mittlerweile, ich stehe so vorm Spiegel, guck mich an, denke, ja gut, shit, aber was soll's? Ne, da musst du jetzt leider durch. Das mehr kannst du gerade nicht machen. Und die Leute, die es halt nicht kapieren, die werden es auch in Jahren nicht kapieren. Die werden dann vielleicht wild onanierend vor einem Foto sitzen und es niemals zugeben. Ne? Ich will das Thema nicht weiter vertiefen, aber ich kann mittlerweile, ich hatte auch immer so ein Bild vor Augen. Ich konnte nie verstehen, wie jetzt zum Beispiel, reden, sagen wir mal Kalifornien, ja, Kalifornien am Strand, eine Dame mit, wie formuliere ich das, ohne dass es diskriminierend klingt? Weil ich bin wirklich nicht diskriminierend. Ich bin oberflächlich überhaupt nicht. Also mir ist es egal, ob jemand 200 Kilo wiegt oder ob ihm ein Arm fehlt oder ob er schielt wie der Teufel. Ich meine, ich schiele ja selber wie der Teufel, habe ich schon gehört. Ne? Ich kann es. Und das ist mir egal. Ich nenne es oberflächlich. Ich bin so nicht. Ne? Ich hack nur selber, ich hacke gerne dieselbe Kerbe. Also stellt euch vor, Kalifornien, Strand, die Sonne scheint, die schlanken, die Katalog-Models mit ihren Rollerblades und ihren Milchshakes. Und zwischendrin stampft dann eine etwas korpulentere Dame in einem weißen Bikini daher und alle drehen sich um und denken so, hat die keinen Spiegel zu Hause oder was? Aber ich habe es kapiert. Ich habe es kapiert. Das ist so was. Ich weiß nicht, ob sich das
wie man es betitelt. Das eine Wort klingt so abschätzig und das, also Selbstzufriedenheit klingt gut, ne? Eigentlich, also eigentlich ist das was Wünschenswertes, wenn man mit sich selbst zufrieden ist, sich selbst im Einklang ist. Ich glaube, das ist mit diesen Personen los. Wenn es einfach von der Gesellschaft, ja, was man im Fernsehen sieht und was man in irgendwelchen Pornoheftchen sieht, ne, das ist halt, also wenn es jetzt nicht irgendein heftiges Fetisch-Pornoheft ist, dann sind das meistens irgendwelche fast magersüchtigen Damen, die da ja dann ihre Knochen in wenig gehüllt präsentieren. Und nicht die 85-Kilo-Frau. Nein, die nicht. Die, wenn die im Bikini kommt, wird sie, dann packen die Leute ihr Handy aus und setzen es auf YouTube. Ne? So kennt man sie und so liebt man sie. Das ist, ja. Aber diese Frau ist eventuell mit sich selbst zufrieden, mit sich selbst in Einklang und hat sich akzeptiert, wie sie ist. Und deswegen geht sie auch so vor die Tür, weil sie sich sagt, es ist mir scheißegal, ob ich jetzt verspottet werde, weil ich einen weißen Bikini trage oder im dicken schwarzen Wintermantel bei 40 Grad rumstampfe. So, ich werde so oder so durch den Kakao gezogen. Also kann ich auch das anziehen, worin ich mich wohlfühle. Das habe ich letztes Jahr schon begriffen, ja. Ich war wirklich in Hotpants in der Innenstadt, so überlegt euch das mal. Und immer noch bin ich nicht über den Punkt hinweg, wo ich denke, ja, gut, schön siehst du aus, hübsch, so kannst du mal vor die Tür gehen. Ist nicht so, ne? Das ist immer noch jeden Tag ein Kampf irgendwo für mich. Aber ich merke, dass sich das verändert. Also ich würde jetzt niemand antun, dass ich da in Stöckelschuhen bauchfrei mit meinem Kreuz. Ne? Also das wird, ich weiß nicht, ob sich das jemals verändern wird. Wahrscheinlich nicht. Gehen wir mal nicht davon aus. Aber ich habe akzeptiert, dass es so ist, ja. Und keine Ahnung, vielleicht ist das der Punkt, so wo man dann merkt, ja gut, ich sehe aus wie ein verschissener Panzerschrank, so, ne? Und die Leute gucken mich an, egal was, ob ich jetzt eine Bomberjacke trage oder ob ich ein schulterfreies Kleid trage. Ja, die gucken mich an und die lästern über mich. Und blablabla. Also was soll's? Vielleicht werde ich wirklich bald den Schritt wagen. Vielleicht nimmt es Überhand in meinem Kopf und ich werde den Schritt wagen und in meterhohen stelzten Schuhen umherstöckeln, Stöckelstolz sollte man sie nennen. Lieber Gott, habe ich jetzt genug gelabert? Wie lang? 8 Minuten, ihr Butte, Alter. Okay, ich halt die Fresse, los geht's. Last girl, don't you know things happen for
like a change of season. You're not to blame. You feel so bad. He was the one who was making you sad. Now he's gone, left you for another. For the best, you will discover. Don't you cry, you get by, you get back on your feet in no time. You'll be fine, don't worry. You get turned, you're not the first. Your heartaches, it won't last, it will pass, don't worry. Don't you cry, you get by, you get back on your feet in no time. You'll be fine, don't worry. Got hurt, you got hurt, you're not the first. Your heartaches, it won't last. Well, pass, don't worry, standing on my own. And I will be the same without him, trying hard to be strong. How can I go on? Now he's gone. You'll be fine, don't worry. Get dirty, you get dirty, not the first. Your heartaches, it won't last. It will pass, don't worry. Videos werden immer länger. Und man sollte vielleicht nach dem Aufstehen einen Schluck trinken, bevor man mit so einem Schwachsinn hier ins Haus fällt. Während ich hier gespielt habe, hat mein Freund mir geschrieben, dass ich heute mal wieder wundervoll aussehe. Ach, Schatzilein. Da kann man ja nur... Da kann man ja nur happy sein, ne? Der zimmert mir das Strahlen in die Fratze. Ich hoffe, ihr habt so einen schönen Start in den Tag wie ich. Mimi, der Muskelkater. So, bis bald, bis morgen vielleicht. Ne, morgen habe ich keine Zeit, da muss ich zur Psychotherapie. Haha, aus gutem Grund. Bis dann.